So. Hops. Da rein. Und runter. Und der obere Eingang war das. Nische war. Genau. Jetzt ganz schnell. Fahrstuhl? Fragezeichen. Kommt gerade hoch, oder? Ich glaube schon. Ah, ne, jetzt ist er ganz unten. Haha. Ist ja nicht so, dass wir runtergesprungen sind, um wieder hochzufahren, aber... Aha. Zweimal hoch. Einmal hoch. Und... da lang. So. Mal gucken, was für die Kommentierzauber das sind. Wahrscheinlich ein Skelett beschwören als erstes. Oh, großer Geist, ich bringe dir das Necronomicon. Lasse die Macht der Unterwelt deine Augen verzaubern und lasse die Macht der Akuan-Runen in deine Gedanken fließen. Die Nekromantie möge dich auf deinen Wegen leiten. Nekromantie gelernt. Erster Zauber ist... Übernimm die Kontrolle über ein feindliches Skelett. Jede fünfte Stufe der Nekromantie lässt dich ein zusätzliches Skelett kontrollieren. Das heißt, es muss ein Skelett da sein, das wir übernehmen können. Das finde ich jetzt nicht so toll. Weil was, wenn wir in einem Gebiet sind, wo es keine Skelette gibt? Und folgen mir die Skelette über Kartenabschnitt hinaus und. Also, meh. Na gut, zurück zu unserem lieben Freund, dem Protoss. Und jetzt wollen wir da oben die vier Räume noch aufdecken. Und die Räume, die wahrscheinlich noch da drüber sind. Also, da rein. Das untere Gate, glaube ich. Nein. Ein ganz anderes Pärchen, nämlich das hier. Also, nicht wo ich hin wollte. Aber okay. Machen wir das zuerst. Erstmal den Raum hier ausleuchten. Klick. Das ging schnell, okay. Oh, und ein Fass mit einem Quest-Dingens. Wenn hier jetzt ein Zwerg drin hockt, der seinen Bart verloren hat, dann würde ich lachen. Aber ich denke mal nicht, dass hier Anspielungen aus primär deutschen Spielen in so ein Spiel einbauen würden. Wo ist der gestohlene Ring? Da. Okay, das sind noch ein paar mehr. Fröschli. Du bist dran. Ring des Schützen. So. Ausrüsten. 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 So. Na komm, Fröschi. Zappo. Ich warte erst, bis alle tot sind. Auge einer Krähe, Pfeile, bla bla. So, war's das? Keine Geheimwand. Keine Geheimwand. Keine Geheimwand, okay. Jetzt aber dich, nein, dich ausrüsten. Der Rest blinkt schon, ne? Jo, okay. Auf zum Fass. Ting, ting. Oh, dich hätten wir auch. Ich sollte nicht auf das Fass raufschlagen, ha? Hey, da ist ein Goblin im Fass. Was tust du hier? Und warum bist du so weg von deinen Leuten? Ich verstecke vor Gefängniswärtern. Gruppe unserer Forscher kam in Burg, aber alle gefangen. Nicht rufen Wärter. Keine Angst, ich verrate dich nicht. Deine Freunde sind also im Gefängnis? Ja, Freunde im Gefängnis, die Leiter runter. Weißt du was? Ich werde sie befreien, sodass du zurück zur Mine kannst. Ich danke dir, ich danke dir. Ein Wärter mit großer Axt hat Schlüssel. Wirklich? Dann frage ich ihn höflich, mir mal seinen Schlüssel zu leihen. Wärter gibt nicht Schlüssel. Ja, ich weiß, das war nur etwas Sarkasmus. Warum tust du das? Du hast nicht nach einer Belohnung gefragt.
Nicht, dass dieser Goblin irgendetwas von Wert hätte. Ich weiß, Zera. Ich tue das für Nelson Mandela und für jeden, der unschuldig im Knast saß. Ist dieser Nelson Mandela ein Verwandter? Nein, ist er nicht. Ich kenne ihn nicht mal. Aber nachdem ich Invictus gesehen habe, ist er eins meiner Idole geworden. Okay, dann los. Finden wir den Schlüssel. Ich besitze. Was? Ich schaue auch besser nach ihren Waffen, sonst werden sie diesen Ort womöglich nicht lebend verlassen. Okay. Oh, ich habe doch auf den Fass gehauen. So. Oh, das ist ganz schön dunkel. Schon besser. Kann ich hier die Zellen irgendwie aufmachen? Nö. Gefahr. Gefährliche Gefangene. Achso, wir haben jetzt ganz viele Gefängniszellen und manche davon haben Goblins und manche davon haben Riesenoger mit Streitkolben, oder? Oh. Orks. Diesmal richtige Orks. Und keine Goblins, die aussehen wie Orks. Okay. Was haben wir denn hier? Tür ist verschlossen. Achso, stimmt. Wir brauchen erstmal den Ork mit der großen Axt. Wir sollten Fröschli wegschicken. So. Zack, 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 zack. Ja, kein Schluss. Ich wollte das Gold aufheben. Keine Geheimwand? Okay. Halten ja doch einiges aus. Aber dafür droppen sie fast andauernd Herzen. Das ist schon mal sehr praktisch. Zing, zing. Noch mehr Gefangene. Ganz unten ist der Typ mit der Axt. Klick. Ein Falchion. Unsere Macht 261 mit Zusatzschaden gegen Pflanzen. 256 und Feuerschaden. Ja, komm. So, Schnelltaste 1. So. Ach, da ist auch noch eine Treppe runter. Bist du jetzt hier irgendwo? Ja, große Axt. Komm schon, brenne, Schwert, brenne. Jetzt vor Tod ist sehr schön. Du an. Und warum ist dann Gang nach rechts noch oben? Dieser Goblin ist unbewaffnet. Ohne eine Axt wird er sicher drauf gehen. Ich muss ihm besser eine Axt. Okay. Da war wieder ein Diebendeckiger. Also müssen wir jetzt erstmal. Ja, hier sind überall Goblins drin. Also müssen wir erstmal nach rechts zur Waffenkammer wahrscheinlich. Hops. Ting, ting. Au. Sieht nicht wie eine Waffenkammer aus hier. Oh. Oder vielleicht doch, wenn so viele Orks hier abhängen. Ah, und der Feuerschaden ist da. Sehr gut. Stirb. So, Hammer raus. So, heilen. Wow, schnell heilen. Okay. Ein Herz. Und Truhe ist verschlossen. Was? Wir haben doch einen Schlüssel. Na gut, dann wird aber unten bei der Treppe runter wahrscheinlich irgendwo noch ein Schlüssel sein. Morgenstern. Können wir die Kopf nicht mit Morgenstern bewaffnen? So, da ist noch so ein Feuerding. Ist okay. Oh.
So. Garstige Biester. So, Treppe rechts hoch. Dann finden wir da einen Schlüssel, dann müssen wir damit oben zu... Ist ein ganz schön weitläufiges Gefängnis. Und auch recht ungewöhnlich für die Nebenquest, dass das so lang ist. Mal gucken. Oh. Oh, du brennst immer noch. Schick. Zack, zack. Zack, zack. Warum greift der Ork uns nicht weiter an? Na gut, dann lauf mal weiter bei den Fackel. Noch weiter nach links. Nö, nicht wirklich. Immer schön ein Raum für Raum. Genau. Komm her. Stirb. Ist doch eine Gefängniszelle. Ja, aber ohne Gefangenen. Auch ohne Gefangenen. Sehr komisch das Ganze. Und wieder so ein dreckiger Dieb. Es wird echt Zeit, dass wir dann wieder hingehen. Ich will nicht wissen, was die schon alles eingesackt haben. Und ein Goblin, der keine Axt hat. Komm schon, gib mir den Schlüssel zur Truhe, damit die Truhe öffnen kann, um die Äxte zu holen, um die Goblin zu bewaffen und um die Goblin zu befreien. Kann doch nicht so schwer sein. Gefängnistür rein, weil es wäre ein richtig gutes Versteck für einen Schlüssel, den Schlüssel in die Gefängniszelle zu tun. Also wo kein Goblin drin ist natürlich. Aber sieht bisher nicht so wirklich danach aus. Hm. Zing, 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 zing. Es wird eine Heidenarbeit, jeden einzelnen Gang später zu durchsuchen, um die Goblins zu befreien. Aber vielleicht können wir ja einen Goblin befreien, ihm den Schlüssel in die Hand drücken und er befreit die restlichen. Das wäre zu einfach, hm? Allerdings könnte es auch gut sein, dass es viel mehr Goblins sind, als wir eigentlich brauchen. Wir müssen ja nur 8 Stück befreien. Und ich glaube, wir haben jetzt schon mehr als 8 gefunden, ohne dass wir wirklich alle Türen angeguckt haben. Oh. Die Tür, die vorher nicht aufging. Sehr schön, das hätten wir auch geklärt. Zurück. Und das ist gar keine Nebenquest. Das gehört wohl doch irgendwie zum Hauptdungeon. Sehr interessant. Trotzdem weiß ich immer noch nicht, wie ich die Tür da oben rechts aufbekomme. Beziehungsweise die Truhe, die hinter der Tür oben rechts ist. Fragen über Fragen. Sind wir hier nach oben? Da kommen wir her, oder? Ja, da kommen wir her. Da ist das Fass, mit dem wir noch nicht reden können. Du hast deine Aufgabe noch nicht abgeschlossen. Okay. Vielleicht müssen wir irgendwo hier in diesem... Welche Farbe ist das? Ocker? In diesem braun-grauen Bereich hier. Weiter aufdecken, um dann da irgendwo einen Schlüssel zu finden, um dann die Nebenquest hier zu machen. Bye bye. Ja, ich weiß, du kannst klettern, aber ich bin schneller. Zing. Kannst du auch springen? Ja, du kannst auch springen. Frösch. Nee. Zang, zang, zang. Ah. Was zur Hölle? Du schießt ganz schön. Ich wollte gerade sagen, du schießt ganz schön weit. Au. So, Schlüssel. Goblin-Axt mal 4. Aha. Heilung. Also müssen wir jetzt nur nochmal Goblin-Axt mal 4 finden.
Und dich können wir mal anzünden. Kein Secret, okay.